So. Zum Glück ist da nur Wodka drin. Sonst klebt das immer so. Taste drücken! Ich hab 'ne Taste gedrückt! Ehre in den Arsch hinein, das finden wir alle fein. Ehre in dein Gras hinein, denn wir machen es super klein, super klein. Ehre, Ehre in den Arsch, Ehre, Ehre macht mir Spaß, Baby. Ehre, Ehre in dein Ass, wir haben so viel Spaß. Ehre in meinem Arsch, ich sag Ehre in meinem Arsch, Baby. Ehre in meinem Arsch, in meinem Arsch. Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum allerneuesten Video hier auf dem Channel, Channel. ich bin mir heute ein bisschen aufgedreht. Ich habe heute die 500.000 Abonnements auf YouTube geknackt. Da habt ihr gestern vielleicht schon ein kleines Video zu gesehen. Also jetzt gerade ist der Moment, wo, also heute ist es passiert, aber morgen kommt das Video. Das bedeutet, für dich ist jetzt Mittwoch, aber eigentlich ist heute Dienstag. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Auf jeden Fall spielen wir heute den Lawnmower Simulator. Das ist ein Rasenmäher-Spiel. Da haben mir jetzt aber ganz viele Leute ja, mal so ein Snippet geschickt oder so ein Post auf Insta oder so. Folgst du mir eigentlich schon auf Insta oder TikTok? Ich habe auch TikTok. Folgt mir auf TikTok und Instagram. Dann sauge ich euch auf wie sonst was. Und für euch zur Information, den 500.000 Abonnement-Bus-Simulator-Song, der ist jetzt fertig. Der kommt dann aber am Montag. Also am 9.8. um 20 Uhr ist hier eine fette Premiere auf dem Kanal. Versteht ihr, wie ich meine? Da könnt ihr alle mit chatten. Ich bin auch mit am Start. Ich will mir Popcorn, ich will mir Bier, ich will mir Wasser, ich will mir Cola. Und dann gucken wir uns das an. Falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, ich meine, ich habe jetzt schon eine 500.000. Ich hätte gerne noch eine davon. Ne, dann haben wir eine ganze und wer weiß, was wir damit so anfangen können. Ja, und ich gebe euch jetzt hier noch eine kleine Kostprobe zum Song. Bitte halt deine Schnauze, scheiß auf Mountie, hab einen Bauchi und Ehre im Arsch. Bitte lass mich mal... Warte mal, wie geht's weiter? Bitte halt deine Schnauze, scheiß auf Mountie, hab einen Bauchi und Ehre im Arsch. Bitte alle warten, zeig mir die Karten, wenn ihr wollt. So, eins neue Karriere. Los geht's. Karrieremodus. In diesem Modus kannst du deine eigene Rasenpflegefirma gründen und ihren Ruf aufbauen. Damit deine Firma wächst, kannst du Mitarbeiter einstellen, weitere mehr kaufen und neue Aufträge freischalten. Aber erst braucht deine Firma einen Namen, ein Logo und eine Uniform. Alla Ultras GmbH. Das H, das geht nicht mehr. Das H, das geht nicht mehr. Ich kann jetzt nicht auf einmal die Rechtsform umstellen, nur weil es für die nicht passt. Die Alla Ultras BH. Ich kann nur damit arbeiten, was hier Kleber. Was soll ich sagen? Also, die Alla Ultras BH. So, wir haben hier Pfund. Aber nach dem Brexit will ich mit Pfund nichts mehr zu tun haben. Ich habe genug Pfund auf meinem Körper, weißt du, was ich meine? Also, wir können das Geld nicht umstellen. Ja, sind wir scheinbar in England mit unserer Alla Ultras BH. Oh, hier. Mit schön so einem Meer, ne? Koschinski. Das bin ich. Testfahrt, Karrieremodus. Du hast jetzt eine eigene Firma und brauchst ein Fahrzeug, um mit dem Mähen zu beginnen. Grasfangkorb-Mähwerk. Dieses Fahrzeug ist mit einem Grasfangkorb-Mähwerk ausgestattet. Das heißt, beim Mähen wird der Grasschnitt in den Fangkorb des Fahrzeugs gesaugt. Es bleiben keine Grasschnitthaufen zurück. Es sei denn, überlasst das Dinger den Motor oder den Fangkorb ist, der Fangkorb ist voll. Ich habe übrigens eine neue Brille seit Anfang des Jahres. Ist auch egal. Dieses Fahrzeug ist mit einem Mulcher-Mähwerk ausgestattet. Das heißt, beim Mähen wird der Grasschnitt so klein geschnitten, dass keine sichtbaren Grashalme übrig bleiben. Es bleiben keine Grasschnitthaufen zurück. Es sei denn, du überlastest den Motor, sodass das Mähwerk nicht genug Kraft hat, um den Grashalme zu zerschneiden. Also der sieht halt schon krass aus, ne? Der ist halt gelb. Gelb ist eine Farbe, muss ich sagen, habe ich persönlich jetzt einfach keine Verbindung zu. Neid oder Stieger, ne? Ich würde sagen Neid. Ding Dong! So. Also erstmal ist die Maus-Sensi schneller weg als mein Vater damals nach meiner Geburt. Achso, das musst du voll gehen einmal.
Boah. Mit I und T regelst du die Drehzahl des Fahrzeugs. Schnitthöhe ändern mit E und C. Stellst du die Schnitthöhe ein. Schon laut, ne? Also mit 3000 Umdrehungen, man sieht das jetzt. Ja. Ansonsten haben wir nur so ein scheiß Tacho hinter meinem Rücken, aber meine Hackfresse müsst ihr ja auch irgendwie sehen. Mit Q kannst du die Schnitthöhe erhöhen. Ja, aber sind wir jetzt hier online oder was? Bei Aufträgen musst du das Gras so mähen, dass es bestimmte Höhe hat. Für jeden Auftrag gibt es jeweils eine festgelegte Schnitthöhe für das Gras. Junge, was ist das für ein... Was ist das hier? Hä? Stelle deine Schnitthöhe auf 5 bis 6 cm ein und mähe 20% der Grasfläche. Bei Mähen kannst du deinen Fortschritt mit Hilfe des Balkens oben rechts verfolgen. Ah ja, oben rechts ist ein Fortschritt. Ja, steht da ja. So. Oh, da kommt aber schon was ab. Oh, das ist rot. Rot ist scheiße. Was hat er gesagt? Mann, ey, lass mich doch mal hier die... Oh... Die Kameraführung ist richtig nice, muss ich sagen. Du benutzt die falsche Schnitthöhe. Ja, super. Jetzt habe ich den Motor gekillt. Aber woher weiß ich denn, welche Schnitthöhe er will? Was soll der Blödsinn? Hä, wie... Schneide doch, bitte. Woher soll ich das wissen? Ja, falsche Schnitthöhe den ganzen Tag, oder was? Das ist jetzt die richtige, oder was? Dann gehe ich halt nochmal runter. Wieso scheiß Schnitthöhe? Dann gehe ich jetzt ganz hoch. Wieder falsch. So, ein Runner. Jetzt. Jetzt sind wir weiß. Miami weiß. Also diese Kamera, ne? Die Maus-Sensi. Ist sowas von für ein Ass. Und jetzt soll ich hier die ganze Scheiße wegmähen. Indem du Zittlere gedrückt hältst, aktivierst du die Pro-View. Damit werdest du den Grasbereich hervorgehoben. Oh mein Gott. Ich kann mir anzeigen lassen, wo das Gras ist. Das ist das Game, ne? Das ist schon das Game. Die Scheiße ist übel laut. Und das ist das Spiel. Das ist legit das Spiel. Naja, wir geben dem noch einen Moment. Das Ding ist ja, das ist jetzt, also ich gebe das jetzt Alex, meinem Cutter. Alex schneidet mittlerweile einige meiner Videos, vor allem immer die Bus-Simulator-Videos. Da könnt ihr dem mal schön ein paar Props in die Comments schreiben. Aber der muss sich das jetzt hier angucken, die Scheiße, ne? Der muss sich das roh alles geben und das irgendwie unterhaltsam machen. Na gut, luck, have fun, ne, an dieser Stelle. Aufregend. Also ich muss sagen, jetzt mal unter uns, ne? Mach mal aus hier die Scheiße. Aus. Aus! Alter, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, nur damit ich diesen Motor mal gestoppt kriege, damit ich mal was sagen kann. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das ist ein Problem. Ich sag mal so, die Aufnahme geht jetzt eine 23 Minuten. Ich habe schon wieder richtig Bock auf das Game, muss ich sagen. Aber es ist entspannt. Entspannung pur. Ist das, wie es ist? Ja, und dann drehen wir jetzt hier weiter unsere Runden, ne? Jetzt nehmen wir die erste innere Bahn. Schön. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die wirklich das als Beruf haben. Und die tun mir so leid. Macht das Bock? Wobei, selber wirklich fahren, anstatt hier in einem Simulator rumzueiern, macht wahrscheinlich 100-mal mehr Spaß. Ja, als das hier, ne? Ja. Gute Arbeit. Bei einem echten Auftrag wird allerdings erwartet, dass du das ganze Gras mähst. Kannst dich mal die Füße lecken. Rückwärts auf den Anhänger fahren. Man kann das Ding mal schneller, oder was? Können wir mal Drehmomente hier erhöhen? Oh. So. Was ist das für ein Spiel, Mann? Zeig dem bloß nicht meine Wodkaflasche, Alex. So, weiter geht's im Tütü. Nach Abschluss der Tesla kannst du nun das Fahrzeug kaufen oder du kannst eine Tesla mit einem anderen verfügbaren Fahrzeug machen. Ja, also, der Knight hat mich jetzt nicht so überzeugt. Es ist die gleiche Strecke, ne? Wer hat denn das hier? Steuerung. Nein! Nein! Ja, 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 der hört sich gut an. Wir haben eben gar nicht darauf geachtet, wie der Fahrzeugzustand war, ne? Also der, muss ich sagen, der ist schon besser. Wo ist denn jetzt hier mein Mähfortschritt? Ach, hier ist jetzt ein Mülleimer drin. Und den müssen wir ausleeren, oder was?
Aber der andere mäht auch breiter, ne? Ja, scheiß drauf, Digga. Wie komme ich ins Menü? Wir kaufen uns jetzt den Knight. Es ist einfach, wie es ist. Auswählen eines Auftrags. Auftrags, jetzt habe ich nicht zugehört. Zielumsätze, 99% Schnitt. Normales Mähen, 5 bis 6 cm. Terrainprüfung, Zeitlimit, 4 Minuten. Empfohlene Mähzeit, 26 Minuten. Das ist der erste Auftrag. Ich kriege 330 Dollar, Euro, Pfund. Ich habe gerade 2600 Pfund für den Mäher ausgegeben und ich brauche für den ersten Auftrag eine halbe Stunde. Was mache ich mit meinem Leben hier? Ich sitze hier und muss jetzt eine halbe Stunde Rasen mähen. Terrainprüfung. Zu Beginn jedes Auftrags hast du kurz Zeit, Objekte im Gras zu suchen und zu entfernen, die entweder beschädigt werden oder dein Fahrzeug beschädigen könnten. Durch Interaktion mit dem Mäher kannst du die Terrainprüfung überspringen und die Objekte automatisch entfernen lassen. Dann erhältst du allerdings weder Geld noch RP. Was? Oh, jetzt ist die Scheiße hier invertiert. Ich habe es ausgestellt. Ich stelle es aus, ich stelle es an. Ist scheißegal. Jetzt ist es raus. Jetzt funktioniert's. Ja, schön. Hier, ich gucke mir das Terrain an. Aha, hier liegt eine scheiß Frisbee oder was? Hä, ist das hier Catch Me If You Can, Alter? Tennisball. Geil. Vermeide die Blumen oder den Rasen zu beschädigen. Sei schnell genug, um einen Zeitbonus zu erhalten. Okay, alles klar. Machen wir auf Russisch. Scheiße, du hast eine Blume zerstört. Eine Strafe? Junge, du kriegst hier noch eine weg. Ja, das Spiel bietet viel Tiefe. Abwechslung. Motor überlastet. Der Motor überlastet. Ach komm, laber nicht. Wir müssen schnell sein. Wer der Alter eine Schnauze? Scheiß auf Monzi. Ich hab einen Bauch und Ehre im Arsch. Ja, aber das ist das Game, ne? Das ist das Game. 30% nach 3 Minuten. Das heißt, wir brauchen nur 10. Ich sag, wir sind nach 11 Minuten fertig. Ist das langweilig. So eine Scheiße hier. 55%. Der Motor geht immer mehr in den Arsch, ne? Wir haben schon viel verloren. Wenn wir nach einmal mähen gleich einen neuen Bus brauchen, Junge, mein Gehirn ist auch schon im Arsch. Gleich einen neuen Mäher brauchen, haben wir ein Problem eigentlich. Ja, aber man will das auch ordentlich machen jetzt, wenn man es hier so macht. Ordnung ist ja auch so eine deutsche Tugend, ne? Hier müssen wir jetzt die Kante mal eben machen, ne? Dann können wir hier nochmal eine Ehrenrunde drehen auf Ehrenbruderbasis. Und dann fahren wir hier mal schnell rum. Ja, ja. Das passt schon. Was? Terrainschaden? Du hast es geschafft, den Boden zu beschädigen und einen Teil des Grases zu zerstören. Terrainschaden wird verursacht, wenn du dein Fahrzeug über einen längeren Zeitraum mit vollen eigenen Lenkrad drehst. Für solche Schäden musst du Strafen und Bußgelder zahlen, wobei an manchen Orten höhere Beträge fällig werden als an anderen. Junge, halt doch mal die Fresse. Ich mähe hier den Rasen von irgendeinem reichen Schnösel. Ich soll mal ihr Maul halten. La, 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 la. Aber ich habe ja gesagt, so circa 10 Minuten. Aber spannend ist es jetzt nicht, aus meiner Perspektive. So. La da di di da. Ach, scheiß Bodenbeschädigung. Oh, da haben wir aber wirklich... Ei, ei, ei. Guck dir das mal an hier. Das sieht nicht gut aus. Scheiße! Ah! 97%. Ich muss den Rest finden. Wo sind denn die letzten 2,9%? Ich flippe hier gleich aus. Hier ist noch ein bisschen was. Hier vorne an der Ecke. Scheiße, ne? Wie das hier aussieht. Was passiert, wenn ich hier einmal rüberfahre? Oh, die sind dann weg. Aber da haben wir wieder 0,1% gut gemacht. Oh, hier. Schön lecker Gras in meinem Mund, ne? Ja. Ja, was, wo sind die letzten Prozent? Ich nehme dir jetzt hier noch eine Blume weg. Aha, hier, die Blumen, die kann man noch mitnehmen. Oh, oh weia. Ist das eine Scheiße hier? 0,1%. Wo? Ja. Nach Hause. 16 Minuten. Ich nehme fast eine Stunde auf für Rasenmähen. Wahnsinn. Gib mir mal Money. Irgendwie 335 hat er gesagt. Ein Stern. Ja, das war's dann hier mit der Scheiße, ne? Tschüss.